Hey Freunde, was geht? Euer Hydrofighter ist mal wieder am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, erstmal an alle, die es noch nicht gescheckt haben auf meinem Kanal. Mein Kanal wurde gehackt, ja, deswegen sind alle Videos gelöscht worden und alle Abos weg gewesen, die ich abonniert hatte. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Marcel Scorpion oder Vesca Barca und so. Also wundert euch einfach nicht, wenn ich ein paar Videos doppelt hochlade. Genau wie im ersten Video die Kommentare waren, dass ich angeblich Abonnenten-Hack hätte, nur weil ich 122 Abos hatte mit einem Video, was glaube ich 20 Aufrufe gerade hatte. Und ja, Jungs, lest einfach die Beschreibung, Alter, umsonst gibt es die Beschreibung nicht, ohne Scheiß. Also, ich verstehe es einfach nicht, ne? Es gibt eine Beschreibung und dann muss man noch dumme Sachen fragen, so wie du hast Abonnenten-Hack und so, bei einem Video mit 20 Aufrufen und so. Wie geht das? Ja, Jungs, lest doch einfach die Beschreibung, ohne Scheiß, Mann. Und mir ist auch gerade richtig egal, wie ich hier gerade spiele oder so. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr es ein bisschen mitbekommt, was gerade so bei mir abläuft und was gerade so bei mir geschieht. So, also soll eigentlich ein kleines Mix-Commentary werden, weil ich mehrere Themen zum Ansprechen habe und ich jetzt für jedes Thema ein neues Video anfangen will. Also werde ich hier mehrere Themen ansprechen und ein Thema wird davon sein, dass ich gehackt wurde. Und ja, das war halt vor 2 Tagen oder glaub vor 3 jetzt, wurde ich gehackt. Da habe ich mit Abonnenten auf BO2 gezockt. Gruß an euch nochmal. Und die meinten so, dass auf einmal Videos fehlen. Und ich gucke so, ja gut, vor einem Monat FIFA-Video war auf einmal nur noch oben. Keine anderen Videos mehr. Und auf einmal gucke ich ein paar Minuten später, waren alle Videos weg. So natürlich so schnell wie möglich Passwort und so geändert. Und der hat geguckt, welche Videos ich gerade noch hatte, weil ich, Jungs, ich habe die Videos ja nicht umsonst gemacht, ne? Ich habe ja nicht umsonst meine Arbeit da reingesteckt, um die dann nachher wieder zu löschen, nur weil ein Honk auf meiner Seite geht, der, keine Ahnung, sich da reinhackt und dann denkt, er könnte es, Alter. Ich mache doch nicht die Videos umsonst, Alter, und lösche die dann gleich wieder von meiner PS4 oder so, Jungs, müsst es euch mal geben. Ich habe meine Freizeit dafür investiert, für die ganzen Videos, das war, glaube ich, waren 40 bis 50 Videos, glaube ich, keine Ahnung, ich werde nicht lügen. Auf jeden Fall habe ich meine ganze Zeit investiert, Jungs, und ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich auf einmal die ganzen Videos lösche. Nur weil irgendeiner sich in meinen Account einhackt, ne? Also nimmt es mir bitte nicht böse, wenn Videos doppelt kommen auf meinen Kanal, ne? Ohne Scheiß. Aber trotzdem, ihr wisst nicht, wie krass sowas ist, so sich sowas aufzubauen. Ich sag mal, 120 Abonnenten sind nicht viel, ne? Aber für mich war das schon richtig viel. Ich freue mich über jeden Abonnenten, ne? Über jede Meinung, ne? Aber trotzdem, sowas muss echt nicht sein. Genau wie mit den Dislikes, ne? Egal welcher, einfach so Dislike, ne? Ist mir eigentlich relativ egal, ne? Weil ich mache die Videos aus Spaß, ne? Weil ich die Videos gut finde, ne? Oder weil es mir Spaß macht, euch zu unterhalten, ne? Jungs, wenn ihr einfach keinen Bock habt, ne, meine Videos anzugucken, dann abonniert mich doch einfach nicht, ne? Guckt euch einfach nicht die Videos von mir an, Alter. Ich verstehe nämlich nicht, gestern war nämlich schon auf dem ersten Video, natürlich war das Video schon oben, ne? Aber ich verstehe nicht, 3 Likes, 13 Dislikes, Jungs. Denn ich verstehe nicht, warum guckt euch das Video an überhaupt? Warum abonniert ihr mich denn, wenn ihr eh die Videos disliked? Versteht ihr? Da ist der Sinn und der Verstand, der ist ganz weit unten bei euch gerade gewesen, ey, ohne Scheiß. Keine Ahnung, wer jetzt die Dislikes alle weggenommen hat, auf jeden Fall war gerade nur noch 8 Dislikes oder so und 8 Likes. Auf jeden Fall, wenn ihr meine Videos nicht mögt oder so, dann abonniert mich doch nicht, Jungs. Ihr könnt mir gerne ein paar Kriterien unten in den Kommentare reinschreiben, da habe ich kein Problem mit, aber Jungs, dislike doch nicht einfach. Ich hatte das Video hochgeladen, weil YouTube wieder gesponnen hatte, hatte ich 0 Aufrufe, aber schon wieder 3 Dislikes. Dann verstehe ich nicht, wieso man disliken muss, oder Witz? Hat man Spaß daran oder was? Nur weil man selber schlechtere Videos macht und selber Dislike bekommt oder so? Ich verstehe es einfach nicht, ohne Scheiß, ne? So, und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema wegen gehackt sein oder so, schreibt es mir einfach privat oder so, was so nur genau geschehen ist und so, und ich werde es euch einfach beantworten. Schreibt mir auf Facebook Hydrofighter_ heiße ich da, falls ihr falls ihr meine Seite noch nicht geliked hat oder so. Und ja, jetzt würde ich zum nächsten Thema kommen, das wäre BO3. Also ich habe noch ein Video jetzt, was ich gleich hier nach auch hochladen werde, und es handelt halt über BO3. Und schon mal alle an die BO3 hassen, ne, oder einfach nur schlecht reden, ne? Jungs, Alter, ihr kennt BO3 gar nicht, ne? Ohne Witz, ihr könnt BO3 gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, nur weil da so aussieht, als ob da irgendwelche Exos sind. Jungs, Alter, wir leben hier auch in der realen Welt, ne? Wir entwickeln uns auch mal weiter. Denkt ihr, die Ärzte oder so, die können sich nicht weiterentwickeln?
jeder Arzt hat fast für jede Krankheit, die es gibt, eine Hilfe. Weil jeder Arzt sich weiterentwickelt. Guck mal, wir haben ja 2015, ne? BO3 spielt 2064 oder 61, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall 2060er Jahren so, ne? Und Jungs, wir haben nur noch 50 Jahre, dann sind wir genauso weit, ne? Also verstehe ich nicht, wenn irgendeiner sagt, ja, wir wollen ins Zeitalter zurückgehen, also sprich in den Weltkriegen. Ja, aber was haben die Entwickler davon, ne? Die Entwickler können sich nicht ausbreiten, die müssen nur die Waffen nehmen, die auch angezeigt wurden oder die genommen wurden und können keine hochmodernen Waffen oder so entwickeln. Sag ich mal hier bei AW jetzt, die ganzen Laserwaffen, die könnten sie gar nicht entwickeln. Die haben gar keinen Spielraum, die müssten sich so an die Kriterien halten, wie es da auch in diesem Weltkrieg war und so. Deswegen verstehe ich nicht, warum manche jetzt sich hier so ein Call of Duty wollen, was gerade in unserer Zeit ist. Verstehe ich einfach nicht. Was habt ihr denn davon? Wollt ihr vielleicht den dritten Weltkrieg auslösen oder so? Vielleicht wird es nicht passieren, aber trotzdem. Allein schon die Logik dahinter. Also ich finde BO3, den Trailer, auf jeden Fall richtig gut. Ich habe darüber noch ein Video gemacht, wie ich schon gesagt. Ich werde es nochmal hochladen. Und ja, falls euch meine Videos halt nicht gefallen, Jungs, lasst es bitte mit den Disliken und abonniert mich einfach nicht, ne? Ich mache so viel Arbeit, ne? Oh, ich stecke so viel Arbeit in den Videos rein, ne? Ihr glaubt es einfach nicht, ne? Ich habe zwar gerade frei, aber trotzdem, ich mache es einfach auch Spaß, weil es mir Spaß macht, euch zu unterhalten, ne? Und wenn ihr die Arbeit nicht schätzt, ne? Ja, dann lasst es einfach, ohne Scheiß. Wenn ihr die Videos nicht mögt, schreibt es bitte in die Kommentare oder so, ne? Es soll einfach nur ein kleines Video gewesen sein. Ich weiß, ich habe viel Scheiße gerade zwischendurch gelabert, aber ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich jetzt ein paar Videos doppelt hochlade und seid mir nicht böse. Und ich hoffe, ihr werdet weiter mein Abonnent sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Hydrofighter.